Wir haben ja eine wunderschöne alte Straße mit alten Häusern. Da passen natürlich auch die alten Bäume gut dazu. Wir können es nicht nachvollziehen, dass die alten Bäume weichen sollen und 1 Meter daneben oder 2 Meter daneben neue Bäume gepflanzt werden, die uns Anleger einen Haufen Geld kosten. Das wollen wir nicht. Wir haben schon ganz viel Holz hier weggemacht bekommen. Kein Grün mehr auf der anderen Bahnseite und hier kein Grün mehr. Wir wollen jetzt wenigstens das bisschen, was noch da ist. Okay, danke. Und ich finde, auf einer Sicht heißt es immer, der Bürgermeister auch selber, groß programmiert. Bäume müssen stehen bleiben. Er kämpft um jeden Baum, der abgerissen wird oder weggemacht wird. Grünflächen, das ist anscheinend seine Aufgabe, die soll hervorgetan werden. Und wie jetzt im Moment aussieht, ist Rundumschlag, Kahlschlag quasi gemacht worden hier in der Bahnhofstraße. Und ich finde, es ist eine Unverschämtheit, dass der Bürger überhaupt nicht gefragt wird oder einfach über die Köpfe der Bürger hinweg gearbeitet worden. Es wird nie etwas gemacht, dass der Bürger auch mal zufrieden kann sein.